So. So. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Sparleit Express. Ich darf uns vorstellen, Scheiße René Kaufmann, REN dynamisches E und Kaufmann sowie handelsfremde Person, ins ist männlich. Und das hier neben mir ist mein Partner, also mein Bühnenpartner, das ist der Georg Fleischi Fleischfresser. Also ich darf ein Fleischi nennen und ihr dann auch, wenn er kommt. Unter dem Namen Sparleit Express ist das unterhaltsame Comedy-Duo bzw. die Frontalbespaßungsmaschine bestehend aus René Kaufmann und Georg Fleischi Fleischfresser in Deutschland unterwegs. Beide sind gebürtige Leipziger und treten seit 5 Jahren gemeinsam auf. In diesem Jahr haben sie schon einen Auftritt beim MDR hingelegt, und zwar bei Olas Stube. Aus diesem Grund wollten wir herausfinden, wie ist es eigentlich so als Leipziger Künstler, wie schafft man es in der heutigen Comedy-Szene, eine Bühne geboten zu bekommen? Dafür haben wir uns über den Dächern von Leipzig zu einem nicht ganz schwindelfreien, aber sonnigen Interview getroffen. Ja, na, wir machen jetzt eine kleine Tour durch Sachsen, weil, wie gesagt, wir spielen das Programm Daumen hoch aus Sachsen. Und da fahren wir nach Chemnitz, nach Dresden, nach Leipzig, nach Berlin. Und verbreiten dann die frohe Kunde, sagen denen, wo sie so wohnen und sagen denen, was wir davon denken. Richtig. Und gut. Richtig gut. Und ja, das erwartet uns so. Wir haben den nächsten so kleinen Gig im Haus Leipzig. Da freuen wir uns drauf. Wir sind da eingeladen zur 15 Jahre Zentralkabarett Geburtstagsfatsche. Dürfen wir auch mal ein bisschen unseren Senf dazu geben. Und das super macht. Wird cool, das freuen wir uns. Vielleicht nochmal so zum Wiederholen. Wir sind am 30.10. in Chemnitz. Chemnitz. Wir sind am 31.10. in Dresden. Und am 1.11. im Ostpassagetheater in Leipzig. Und dann spielen wir aber noch unser weiteres Erfolgsprogramm nochmal in Berlin. Genau. Am 2.11. dann. Richtig. Ja, gut. Richtig gut. Und ihr habt ja das Thema Sachsen in eurem Programm. Unter anderem. Wie kam es denn dazu? Ja. Na, ich sag mal, es hat sich relativ organisch ergeben. Ne? Also es war ursprünglich eine Auftragsarbeit tatsächlich von, darf man jetzt gar nicht so sagen, aber es hat sich auch für uns sehr intrinsisch angefühlt, weil wir sind ja nun mal auch, zumindest aus Leipzig, und Leipzig gehört ja nun mal zu Sachsen noch. Ja. Und da gab es so ein paar Fragen, die uns gestellt wurden, die wir uns gestellt haben. Und da dachte man, wir fassen das einfach mal zusammen und erzählen es den Leuten, damit man es nicht allen einzeln erzählen muss. Laden wir die dann alle in eine Hütte ein und dann kann man denen das einmal so in 1,5 Stunden erzählen und nicht jeden halt in 2. Das sind eher so Fragen, die wir aus dem gemeinen Volk genommen haben, für uns aufbereitet und nochmal dem zahlungsfähigen und willigen Volk zurückgeben. Ja. Und wir dachten uns jetzt halt so kurz nach der Landtagswahl jetzt, wir machen das jetzt nochmal, weil scheinbar sind noch immer Fragen offen. Und genau. Ja, da machen wir das jetzt nochmal. Es gibt. Würdet ihr eigentlich auch gerne, also ihr habt jetzt wahrscheinlich viel im Osten gespielt mit eurem Programm. Ja. Würdet ihr auch gerne im Westen? Gern, ungern. Also das am Ende, ich meine, das auf der anderen Seite. Waren wir ja auch viel. Wir waren da schon auch. Also ja, ist ja mal nett auf der anderen Seite der Lohngrenze, aber ich meine, es ist jetzt auch. Sind auch bisher ohne klar gekommen. Wir brauchen die jetzt nicht unbedingt, aber es wäre natürlich, ich würde es jetzt nicht nein sagen. Nee, nee, wir waren ja schon weltweit unterwegs. Ja. Und nächstes Jahr sind wir zum Beispiel auch in Dresden nochmal. Ja. Sehr gut. Und habt ihr vielleicht noch so zum Abschluss für unsere LZTV-Booker vielleicht nochmal so ein, was gibt es denn nochmal Besonderes in eurem Auftritt? Also, wir sind eine Frontalbespeisungsmaschine, die, wenn sie einmal losrollt, wirklich Kinderhose trocken lässt. Und bei uns gibt es einfach pures Entertainment, also fein aufgetragen und Schamschmerz, pure Unterhaltung. Das erklärte Ziel der Show ist nichts Geringeres als die Verbesserung der Menschheit und der gesamten Welt. Das als Geheimtipp gehandelte Programm Daumen hoch aus Sachsen bietet nicht nur unterhaltsame Inhalte in grober Form, sondern stellt auch eine fragwürdige Methode der Wissensvermittlung dar. Das Publikum wird auf eine aufregende Reise durch den Freistaat mitgenommen und hat die Möglichkeit, bei Fragen, Antworten und Musik das Land sowie seine BewohnerInnen besser kennenzulernen, die aufgrund ihrer Sprache oft auf Unverständnis stoßen. Die mehrfach renommierten Erfolgs- und Motivationstrainer René Kaufmann und Georg Fleischi Fleischfresser helfen den Zuschauerinnen und Zuschauern, verborgenes Potenzial zu erschließen, Visionen zu verwirklichen und das Leben zu leben. Mit ihrem Programm touren sie nun wieder durch die Republik. Wer sie in Leipzig zu Gesicht bekommen will, sollte am 1. November in das Ostpassage-Theater gehen. Gute Unterhaltung garantiert. Wo haben wir unsere Ideen her eigentlich? Unsere Ideen haben wir aus
dem Internet, wo halt alles Gute herkommt. Also man macht ja heute nicht mehr selber. Das ist eigentlich immer nur gucken, was schon da ist und dann halt nochmal warm machen. Mikrowelle. Ja. Ist richtig. Gut. Richtig gut.